Ein Glückspilz, der im Krieg unverletzt bleibt. Ein Meisterspion, der seine Gegner an der Nase herumführt. Heirat und Krieg dienen seinem gesellschaftlichen Aufstieg. Doch heimlich liebt er eine andere Frau. Und er verliert mehr Schlachten, als er gewinnt. Er ist Amerikas erster Präsident, George Washington. Neue Entdeckungen und Forschungsergebnisse zeichnen ein bisher unbekanntes Bild des legendären Gründungsvaters der USA. Sein Konterfei schmückt die 1-Dollar-Note. George Washington. Kriegsheld, Präsident, Landesvater der USA. Fast jeder Amerikaner kennt diesen großen Mann oder glaubt ihn zu kennen. Doch nun stellt sich heraus, dass viel von dem, was man für Fakten hielt, reine Fiktion ist. Bereits zu seinen Lebzeiten entstanden etliche Legenden um ihn. Er wurde zu einer Symbolfigur gemacht. Doch inzwischen haben Archäologen, Anthropologen und Historiker interessante neue Informationen über ihn zusammengetragen. Moderne Forschungsmethoden bringen Dinge ans Licht, die das makellose Bild des ersten Präsidenten durchaus in Frage stellen. War er wirklich ein genialer Hirte oder ein mittelmäßiger Taktierer? Wie steht es mit seiner legendären Ehrlichkeit? Heute weiß man, dass er auch ein begnadeter Lügner war. Er trat leidenschaftlich für die Freiheit ein. Dabei besaß er Hunderte von Sklaven. Angeblich machte er sich nichts aus Ruhm. Doch seine jungen Jahre waren geprägt von seinem starken Ehrgeiz. Wir halten ihn für einen Wohlhabenden, aber er stammte aus einfacheren Verhältnissen. Washington wuchs nicht auf dem großen Gut Mount Vernon auf, das ihm später gehörte. Sein Elternhaus liegt 65 Kilometer weiter südlich. Es wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Sieht aus wie ein Teil des Kamins, aber von weiter oben. Fredericksburg, Virginia. Ein Team von Archäologen gräbt die Überreste von George Washingtons Elternhaus aus. Hier auf der Ferry Farm hat Washington einen Großteil seiner Kindheit verbracht. Die Forscher erhoffen sich neue Erkenntnisse über seine frühen Jahre. Der Ort ist Schauplatz vieler Anekdoten über George Washington. Doch erst jetzt kann man diese Geschichten anhand konkreter Funde überprüfen. Das Team hat zwei Keller ausgegraben und eine Reihe interessanter Artefakte ans Licht befördert. Die Analyse der Funde wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Doch einige hartnäckige Mythen über Washingtons Leben lassen sich bereits jetzt widerlegen. So glaubte man, er sei in privilegierte Verhältnisse hineingeboren und habe es nur widerwillig hingenommen, dass er zu Großem bestimmt war. Doch Washington gehörte nicht von Geburt an zur reichen Oberschicht von Virginia. Seine Anfänge waren längst nicht so imponierend, wie es einige Biografien glauben machen. Bereits als Kind war er mit familiären Tragödien konfrontiert. Die Archäologen haben Überreste einer Kochstelle entdeckt, die über einen schweren Schicksalsschlag in Washingtons Kindheit Aufschluss gibt. Uns fiel sofort auf, dass es nicht die übliche Menge an Haushaltsgegenständen gab. Auch keine Tierknochen in Ascheresten, kein Geschirr. Dinge, die man in einer Küche erwartet. Es war alles sehr sauber. Stattdessen haben wir Überreste des Deckenputzes gefunden. Vollkommen verkohlt.
Das bedeutet, dass hier eine Katastrophe stattgefunden hat. Aus Washingtons Briefen geht hervor, dass in seinem Elternhaus am Weihnachtsabend 1740 ein Feuer wütete, bei dem ein Großteil des Wohnbereichs zerstört wurde. Washington war erst 8 Jahre alt, als er dieses traumatische Erlebnis verkraften musste. Nur ein paar Jahre später wird seine Kindheit erneut von großem Kummer überschattet. Mit 11 Jahren verliert er seinen Vater. Washington ist am Boden zerstört. Ohne einen Vater, der ihn an die Hand nimmt, muss er sich orientierungslos und allein gefühlt haben. Seine Mutter kann es sich nicht leisten, ihm eine höhere Schulbildung, wie unter Plantagenbesitzern üblich, zukommen zu lassen. Doch der junge Mann aus Virginia nimmt sein Schicksal entschlossen selbst in die Hand. Washington verspürt ein großes Bedürfnis nach Anerkennung und Ruhm. Er will es auf der sozialen Leiter ganz nach oben schaffen. Geschickt verbirgt er seinen brennenden Ehrgeiz hinter einer zur Schau gestellten Bescheidenheit. Mit 16 Jahren beginnt Washington eine berufliche Laufbahn als Landvermesser für reiche Grundbesitzer. Durch diese Tätigkeit erhält er Kontakt zu einflussreichen Familien und erkennt die Bedeutung von Grundeigentum. So beginnt er, nach geeigneten Grundstücken für sich selbst Ausschau zu halten. Auch wenn Washington später als Besitzer einer Plantage an der Ostküste in die Geschichte einging, so gibt es doch einen Landesteil, der ihn mehr interessiert. Er weiß, dass die Zukunft im Westen des Kontinents liegt. Sich in den Grenzgebieten zu bewähren, würde sich in seinem Lebenslauf gut machen. Doch kurz vor dem Krieg mit Frankreich und den sogenannten Indianerkriegen ist der junge Washington noch sehr naiv. Sein Ehrgeiz macht ihn blind für die Gefahren der Grenzregion. Er geht Risiken ein, die ihn fast das Leben kosten. Herbst 1753. England und Frankreich beanspruchen unbewohnte Gebiete im Westen. Der britische Gouverneur von Virginia, Robert Dinwiddie, benötigt einen Boten, der die französischen Truppen davor warnt, das Ohio-Tal zu besetzen. Washington ist mit seinen 21 Jahren gerade der Miliz von Virginia beigetreten. Trotz seiner Unerfahrenheit will er die Gelegenheit ergreifen, um seine englischen Vorgesetzten zu beeindrucken. Er behauptet, sich in dem Grenzgebiet gut auszukennen, was großenteils übertrieben ist. Doch er kann den britischen Gouverneur überzeugen, ihn mit der Aufgabe zu betrauen. Tief in der Wildnis von Ohio trifft Washington auf den französischen Befehlshaber. Er liefert die Botschaft des Gouverneurs ab und will umgehend mit der französischen Antwort zurückkehren. Doch seine Unerfahrenheit und sein jugendlicher Eifer lassen ihn unvorsichtig handeln. Er will Zeit gewinnen und beschließt, sich von der Truppe zu trennen. Den Großteil seiner Ausrüstung lässt er bei den Soldaten zurück. Er und ein Führer namens Christopher Gist schlagen sich allein durch die Wälder, nur mit ihren Flinten bewaffnet. Sie kommen an einem Dorf vorbei mit dem unheilvollen Namen Murdering Town. Hier taucht ein indianischer Ureinwohner auf und bietet an, sie durch die Wildnis zu führen. Der Mann geht vor und wirkt, als suche er etwas.
Er traf niemanden, aber Washington war völlig verdutzt. Er wusste nicht, was er tun sollte. Gist reagierte sofort und wollte den Mann erschießen, doch Washington hinderte ihn daran. Washington fürchtet, dass es Feindseligkeiten zwischen den Briten und den Indianern zur Folge haben könnte, wenn der Mann getötet wird. Deshalb lässt er ihn laufen. Doch er bedauert die Entscheidung sofort. Washington dachte, ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen, denn jetzt wird er seine Freunde holen. Also machten sich Washington und Gist so schnell wie möglich aus dem Staub. Sie erreichen das Ufer des Allegheny und bauen in aller Eile ein Floß. Doch es ist schlecht konstruiert und das Wasser tückisch. Sie stießen gegen Eisschollen. Washington verlor das Gleichgewicht und stürzte in den Fluss. Doch Gist bekommt ihn zu fassen und rettet ihm das Leben. Die beiden Männer erreichen eine kleine Insel in der Mitte des Flusses und halten sich die Nacht über versteckt. Die erbarmungslose Kälte erweist sich jedoch als Vorteil. Am nächsten Morgen wachten die beiden Männer auf und stellten fest, dass der Fluss zugefroren war. Sie konnten ihn zu Fuß überqueren. Washingtons Bericht über diese Mission wurde in ganz Virginia verbreitet. Mit diesen Aufzeichnungen beginnt Washington eine lange Reihe historischer Beschönigungen. Er spielt seine Fehler herunter und achtet darauf, seinen Ruf zu stärken. Und so kam er zu Ruhm. Doch für seinen gesellschaftlichen Aufstieg benötigt Washington mehr als militärische Erfolge. Er braucht Kontakte. Und der ehrgeizige junge Offizier erweist sich als Experte darin, sie zu knüpfen. Unter den Artefakten, die in den Ruinen von Washingtons Elternhaus gefunden wurden, ragt ein Objekt besonders heraus. Es verweist auf einen Geheimbund. Das ist eine englische Lehmpfeife aus dem 18. Jahrhundert. Sie ist etwas Besonderes, weil sie ein Freimaurersymbol aufweist. Es handelt sich um das Wappen der Freimaurer, einer weltweiten Bruderschaft mit mittelalterlichen Wurzeln. Washington tritt mit 20 der Loge in Fredericksburg bei und ist ein aktives Mitglied. Er fühlt sich angesprochen von der Philosophie der Freimaurer, zu deren Grundsätzen neben Freiheit und Gleichheit auch Ehrlichkeit und Mäßigung gehören. Doch die Bruderschaft öffnet ihm auch neue Türen und bietet ihm Zugang zu höheren Gesellschaftsschichten. Washington knüpft weitere Kontakte über seinen Posten bei der Miliz von Virginia und lernt ein weiteres Mittel zum gesellschaftlichen Aufstieg kennen. Den Krieg. Heute ist George Washington berühmt als furchtloser Führer und genialer Militärstratege. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Sein Mut und seine Tapferkeit waren in der Tat legendär. Most of us are afraid of dying. Die meisten von uns haben Angst vor dem Tod. Washington sah dem Tod ein paar Mal ins Auge. Er behielt dabei eine Ruhe, die viele Leute als überirdisch bezeichnen würden. Eine Schlacht gegen die Franzosen und ihre indianischen Verbündeten zementierte seinen Ruf als tapferer Held. 9. Juli 1755. Washington ist 23 und Soldat. Er kämpft in den Reihen der Briten gegen französische und indianische Truppen. Er begleitet eine englische Vorhut, als sie plötzlich unter Beschuss geraten. Es ist ein Nahkampf. Der Rauch der Gewehre nimmt ihnen die Sicht. Kugeln fliegen aus allen Richtungen.
Es ist ein wahres Gemetzel. Der britische Befehlshaber General Edward Braddock wird tödlich verwundet. Seine Soldaten geraten in Panik und flüchten. Am Ende waren alle Offiziere entweder tot oder verwundet. Außer Washington. Eine Kugel traf seine Jacke, eine seinen Hut. Man schoss Pferde unter ihm tot, aber er blieb wundersamerweise immer unverletzt. Unter Beschuss übernimmt er mutig die Führung und organisiert den Rückzug der verbliebenen Soldaten. Diese Schlacht führt zu dem Mythos, Washington sei von einem großen Geist beschützt und werde nie im Kampf sterben. In dieser Zeit bringt Washington auch sein Privatleben voran. Er wirbt um seine zukünftige Frau. Aber auch hier ist seine Leidenschaft an Ehrgeiz gekoppelt. Seine Ehe mit Martha gilt als eine der großen amerikanischen Liebesgeschichten. Aber ihre Beziehung basiert nicht nur auf Gefühlen. Mit 26 weiß Washington, dass ihm durch die Heirat mit einer reichen Witwe auch ihr Anwesen zufällt. Und das bedeutet Ländereien, Sklaven und Aufstiegsmöglichkeiten. Und Martha Custis ist eine der reichsten Witwen von ganz Virginia. Man bedenke, dass Washington nicht zur Oberschicht der Plantagenbesitzer gehörte. Aber seine Ehe mit Martha katapultierte ihn dorthin. Ohne Frage war ihr Reichtum ein Anreiz. Aber Martha war auch in anderer Hinsicht ein sehr anziehender Mensch. Sie hatte einen guten Charakter und ein attraktives Äußeres. Sie war eine gute Partie. Die Hochzeit mit Martha bringt Washington finanzielle Vorteile. Einige Historiker glauben jedoch, dass sein Herz zur selben Zeit bereits für eine andere Frau schlug. George Washington war in die Frau seines besten Freundes verliebt. Sally Fairfax, die Frau von George Fairfax. Sie war eine schöne, großartige Frau und sie flirtete mit George Washington persönlich und per Brief. Er war ihr verfallen. Eine geheime Notiz, die Washington an Sally schickt, offenbart seine Leidenschaft. Er schreibt, ich selbst bekunde, der Liebe geweiht zu sein. Und er warnt, die Welt hat kein Recht, den Gegenstand meiner Liebe zu kennen. Und plötzlich musste er die eine Sache wissen, die ihm absolut wichtig war. Liebst du mich wirklich? Liebst du mich denn überhaupt? Aber sie hielt es für einen Scherz. Washingtons Liebe zu Sally bleibt unerwidert. Seine Gefühle für Martha vertiefen sich jedoch. Mit der Zeit wurde aus dieser Zweckehe eine sehr liebevolle Beziehung. Washington hat die Partnerin fürs Leben gefunden. Und gleichzeitig erhält er die Aufsicht über fast 7000 Hektar Land. Sein Leben als Plantagenbesitzer wird oft als sehr idyllisch beschrieben. Doch in Wahrheit hat Washington gegen hohe Schulden anzukämpfen. In der Ausgrabungsstätte wurden Objekte gefunden, die ein Grund für seine Schulden sein könnten. Das ist eine Scherbe eines Bierkruges aus dem 18. Jahrhundert. Auf ihr ist das Siegel von George III., dem damaligen König. Hier steht GR. Auch wenn Washington den König später im Unabhängigkeitskrieg entmachtete, so dekorierte er doch sein Haus mit den feinsten englischen Waren. Um diese teuren Importgegenstände bezahlen zu können, pflanzt Washington Tabak an, den er nach England verkaufen will. Doch das Wirtschaftssystem bevorzugt die englischen Händler. Zwischen seinem 30. und 50. Lebensjahr war er hoch verschuldet. Die Tabakindustrie wurde von Londoner Händlern kontrolliert. Er verbrachte viel Zeit damit, aus den Schulden rauszukommen.
Nach dem Tod seines älteren Bruders Lawrence, eines erfolgreichen Kaufmanns und Landbesitzers, erbt Washington die Plantage Mount Vernon. Und durch seine Heirat mit Martha wird er zu einem der größten Landbesitzer Virginias. Aber mehr Ländereien bedeuten auch höhere Schulden. Zum Glück findet er einen Ausweg aus dem Tabakgeschäft. Er stellt auf Weizen um und experimentiert mit Düngern, Fruchtwechsel und anderen Anbaumethoden. Es gelingt ihm, sich und seine Familie aus den erdrückenden Schulden zu befreien. Was er als Farmer lernt, wird ihm in den schwärzesten Tagen des Unabhängigkeitskrieges noch hilfreich sein. Wir halten Washington für einen großartigen General, weil er den Krieg letztendlich gewonnen hat. Doch auf dem Schlachtfeld wurde er oft von den gut ausgebildeten Briten besiegt. Washington war nur ein mittelmäßiger Stratege. Die Briten konnten ihre Truppen im Feld viel besser führen als er. Er verlor ziemlich viele Schlachten. Wenn er gewinnt, dann oft nur, weil die Briten sich selbst überschätzen. Und manchmal auch, weil er Erfahrung hat, aber nicht als Befehlshaber, sondern als Landwirt. Von zahlreichen Rückschlägen demoralisiert überquert Washington mit seinen Truppen den Delaware River. Es gelingt ihm, Trenton in New Jersey einzunehmen. Ein Sieg, den er bitter nötig hat. Doch die Briten halten immer noch New York City und verfügen über eine riesige Armee mit 30.000 Mann. Der englische Oberbefehlshaber General Cornwallis führt diese in unmittelbarer Nähe von Washingtons kleinem Heer. Cornwallis dachte, meine Männer sind müde vom Marschieren. Ich greife erst am Morgen an und dann heize ich den Kerl richtig ein. Das ungünstige Wetter führt dazu, dass Washington und seine Truppen eingekesselt werden. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Es war sehr warm und die Felder wurden zu Matsch. Er konnte seine Armee nicht wegführen. Seine Kanone ließ sich nicht bewegen, seine Planwagen nicht. Er saß fest. Angesichts der heranrückenden Briten besinnt sich Washington auf das, was er auf seiner Plantage gelernt hat. In dieser Nacht rettete sein landwirtschaftliches Wissen die Revolution. Er wusste, dass der Wind, der aus einer bestimmten Richtung weht, Frost mit sich bringen würde. Irgendwann nach Mitternacht würde er eintreffen und den Matsch gefrieren lassen. Dann könnte er seine Truppe evakuieren. Tatsächlich friert es und die Wege werden passierbar. Doch Washington wendet auch noch eine geniale List an. Washington ließ seine Leute in den Hügeln alle 10 bis 15 Meter Lagerfeuer anzünden. Dadurch entstand der Eindruck, sie würden sich über Nacht dort aufhalten und auf den Angriff warten. Aber in der Zwischenzeit zog er all seine Männer zurück. Sie marschierten in eine völlig andere Richtung, ohne dass die Briten es bemerkten. In den frühen Morgenstunden zieht ein Großteil von Washingtons Armee über gefrorene Nebenstraßen nach Princeton und vorbei an den nichtsahnenden Briten. Cornwallis gesamte Armee griff um 8 Uhr morgens an. Aber es war keiner da. Washingtons Armee hatte es bis nach Princeton geschafft, wo sie die andere Hälfte von Cornwallis Heer angriffen. Er überraschte sie und errang einen weiteren Sieg. Er besiegte sie nicht nur, er ließ sie auch dumm aussehen. Und damit nahm die Revolution eine Wende. Washingtons erstaunliche Täuschungsmanöver widersprechen der legendären Ehrlichkeit, die ihm zugeschrieben wird. Eine berühmte Anekdote handelt davon, dass er seinen Vater nicht anlügen konnte und zugab, den Kirschbaum im Garten gefällt zu haben. George Washington gilt als Mann, der über Täuschungen erhaben war. Er sei zu ehrlich und prinzipientreu gewesen, um sich die Hände schmutzig zu machen.
Doch wenn es ums Ganze ging, bewies er einen erstaunlichen Einfallsreichtum. Washington war geradezu ein Meister der List und der Irreführung. Sein doppeltes Spiel steht in krassem Gegensatz zu der Kindheitsanekdote. Wir alle kennen die Geschichte von dem Kirschbaum, in der er sagt, ich kann nicht lügen, ich war's. Während des Unabhängigkeitskrieges war er der größte Lügner, den es je gab. So etwas nennt man Intelligenz. Washington strahlt für uns Würde aus. Doch er war sich nicht zu schade für das schmutzige Geschäft der Spionage. Es faszinierte ihn geradezu. Washington war ein Meisterspion. Er liebte Chiffren, unsichtbare Tinte und im Grunde alle Formen von Verschlüsselung. Besonders begabt erweist er sich darin, die Briten mit Fehlinformationen zu täuschen. Morristown in New Jersey, 1777. Während eines Winterfeldlagers schrumpft Washingtons Armee auf ein paar tausend Mann. Die meisten schieden nach ihrer Pflichtzeit aus, andere waren desertiert. Ein Angriff der Engländer würde in einer Katastrophe enden. Daher hackt Washington einen Plan aus. Die Briten rechnen damit, dass er seine Armee größer darstellt, als sie ist. Doch Washington übertreibt noch mehr und behauptet, er verfüge über 40.000 Mann. Die Briten wussten, dass er keine 40.000 Leute hat. Das wäre eine enorme Armee. Sie dachten, er hätte höchstens 2.000. Washington musste bei ihnen also den Eindruck erwecken, seine Armee sei viel größer, als sie in Wirklichkeit war. Er will seine erste Lüge mit einer zweiten stützen. Mühselig fertigt er Berichte an und schreibt lange Listen, die den Truppennachschub und das Munitions- und Geschützinventar darstellen sollen. Glaubt man diesen falschen Dokumenten, verfügt er über 9.000 Mann, eine viel glaubhaftere Zahl. Er sorgt dafür, dass diese Papiere einem bekannten britischen Spion in die Hände fallen. Der Spion ging zu General Howe in New York und sagte, Washington hat 8 oder 9.000 Männer, so und so viele Kanonen, so und so viele Pferde. In Wirklichkeit besaß er nur ein Viertel davon. Und den Briten war es zu viel für einen Angriff. Sie saßen den ganzen Winter über in New York und griffen die Phantomarmee, die Washington sich ausgedacht hat, nie an. Gezielte Desinformation ist nicht der einzige Trick, mit dem Washington die Briten überlistet. Er benutzt auch Codes aus Zahlen und Buchstaben, um seine Korrespondenz zu verschlüsseln. Hier haben wir einen Original-Codeschlüssel aus der Revolution. Die Wörter wurden durch Zahlen ersetzt. Hier haben wir New York, 727. Hier George Washington, 711. Das ist ein Brief aus der Zeit der Revolution, in dem steht, in Zukunft muss jeder 356 691 werden mit 286. Übersetzt heißt das, in Zukunft muss jeder Brief mit der erhaltenen Tinte geschrieben werden. Im 18. Jahrhundert bestehen die meisten unsichtbaren Tinten aus natürlichen Substanzen wie Zitronensaft. Sie werden sichtbar gemacht, indem man das Papier erwärmt. Das Problem dabei ist, dass die ganze Welt das weiß, auch die Briten. Doch Washington erfuhr von einer besseren Tinte. Man schrieb mit einer bestimmten chemischen Lösung und sichtbar gemacht wurde der Text mit einer anderen chemischen Lösung. Washington kümmert sich selbst um solche Spionagemethoden und interessiert sich für Neuentwicklungen. Er kommuniziert mit einem ganzen Spionagenetz, das ihm Informationen über die Strategien der Briten zukommen lässt. Man muss bedenken, dass im 18. Jahrhundert keine Geheimdienste wie CIA, NSA oder Secret Service existierten. Es gab auch keine Spionagehandbücher. Washington hatte eine natürliche Begabung zum Spion und er lernte schnell. Er begriff instinktiv, wie man Spionage und das Sammeln von Informationen praktisch anging.
Während des Unabhängigkeitskrieges platzierte Washington seine Spione an der gesamten Ostküste. Aber am wichtigsten waren sie in der britischen Hochburg New York City. Nachdem die Briten die Stadt 1776 eingenommen hatten, wurde sie abgeriegelt und befestigt. Washington brauchte überall so schnell wie möglich Kundschafter. Die Situation war so unübersichtlich, dass er eine Zeit lang nicht einmal die Namen der britischen Oberbefehlshaber kannte. Er brauchte Geheimagenten vor Ort. Washington richtet daraufhin den Culper Ring ein, eine Spionageorganisation, die nach einer Grafschaft benannt ist, die er in seiner Jugendzeit kartografiert hatte. Eine bunt gemischte Gruppe von Zivilisten übermittelt Dutzende von Botschaften während des gesamten Krieges. Doch sie sind nicht seine einzige Informationsquelle. Washington erschafft auch Doppelagenten. Dezember 1776. Nachdem New York City verloren war, sank der Mut der Truppen auf einen Tiefstand. Washington plant, Trenton in New Jersey einzunehmen, aber dazu benötigt er Geheiminformationen. Am Abend vor dem Angriff lässt er einen Farmer namens John Honeyman festnehmen. Sie schleppten ihn über den Fluss und in Washingtons Hauptquartier. Honeyman wurde auf einen Stuhl vor Washingtons Schreibtisch gepflanzt. Und der schimpfte ihn einen bösen Wendehals und Loyalisten. Und dann rief er, alle raus aus dem Zimmer. Washington sagt seinen Wachen, dass er den Gefangenen allein verhören möchte. Man vermutet, dass er den Mann aushorchte, um an wichtige Informationen über den Feind heranzukommen. Washington wusste jetzt alles Nötige, um in der nächsten Nacht angreifen zu können. Und dann rief er seine Wachen und ließ Honeyman einsperren. Er sagte, ich hänge ihn am Morgen, er gesteht nicht, er ist nutzlos. Aber keiner wusste, dass er ihm den Schlüssel zu seiner Zelle gegeben hatte. Honeyman flieht und überquert den Delaware River. Er erzählt dem Feind, Washingtons Truppen seien nicht kampfbereit. Doch in Wirklichkeit sind sie durchaus für die Schlacht gerüstet. An Weihnachten 1776 überquert Washington den Delaware, überrascht den Feind und besiegt ihn schnell. Es ist einer der großen Siege, die Washington errungen hat. Er rettete die Revolution und er schaffte es, indem er Lügen erzählte. Um die Oberhand zu gewinnen, zögerte Washington also nicht, die Briten zu täuschen. Doch einige Historiker vermuten, dass er sogar den Kongress hinterging, um seine Ziele zu erreichen. In den ersten Wochen des Krieges, als seine Armee gezwungen wird, New York zu verlassen, schlägt Washington vor, die Stadt in Flammen aufgehen zu lassen. Er würde sie lieber zerstören, als sie den Briten zu überlassen. Doch die Regierung von New York und der Kongress sagten sofort, das geht nicht, das wäre ja schrecklich. Und Washington sagte, gut, dann tun wir es nicht. Doch ein paar Tage nachdem seine Truppen abgezogen waren, steht die Stadt in Flammen. Als die Briten versuchen, die Brände zu löschen, wundern sie sich, wen sie auf den Straßen antreffen. Sie sahen Amerikaner, die herumliefen und Brände legten. Angehörige der Miliz, Soldaten, Zivilisten, die es auf Befehl taten. Washington hatte offenbar einem Untergebenen den Befehl dazu erteilt und betont, aber sagt mir nicht, wann ihr es tut oder wie. Doch er wusste Bescheid. Wenn es um Kriegslist und Spionage geht, zeigt sich Washington von seiner verschlagenen Seite. Für ein höheres Ziel ist er bereit, ethische Grenzen zu übertreten. Doch auch sein Privatleben stellt ihn vor ein großes moralisches Dilemma. Eines, das seine glühende Freiheitsliebe in Frage stellt. George Washington wird immer als ein Mann dargestellt, der für die Freiheit und Unabhängigkeit kämpfte.
und seine moralische Integrität wird kaum in Zweifel gezogen. Doch Archäologen haben Beweise dafür gefunden, dass seine Definition von Freiheit nicht für alle Menschen galt. Das sind Kauri-Schnecken. Die gibt es hier nicht, aber in Afrika und in der Karibik. Für die Menschen aus Afrika waren sie wichtig. Man hat sie als Geld benutzt oder als Schmuck. Diese Schneckengehäuse, die man in Washingtons Elternhaus fand, gehörten wahrscheinlich Sklaven. Sie erinnern daran, dass Washington einen Großteil seines Wohlstands ihrer Arbeit verdankte. Washington war sein ganzes Leben lang von Sklaven umgeben. Er war bereits mit 11 Sklavenhalter, als sein Vater starb. Als Erwachsener kauft er weitere Sklaven. In wirtschaftlichen Hochzeiten arbeiten auf seinem Anwesen Mount Vernon bis zu 300 Sklaven in Haushalt und auf den Feldern. Washingtons Sklaven mussten 6 Tage die Woche von früh bis spät arbeiten. Er pflegte zu sagen, die Früchte der Arbeit möchte ich ernten. Als Präsident schafft er einen Teil seiner Sklaven nach Philadelphia, dem damaligen Regierungssitz. Er lässt sie in seinem Amtssitz unterbringen, dem Vorläufer des Weißen Hauses. Vor kurzem haben Archäologen mit Ausgrabungen an diesem Ort begonnen und bereits eine überraschende Entdeckung gemacht. Ich stehe hier beim Eingang zu einem unterirdischen Korridor, der von Dienstboten und Sklaven benutzt wurde. So gelangten sie in die Gebäude, in denen sie arbeiteten, ohne gesehen zu werden. Dieser bislang unbekannte Durchgang belebt die Diskussion um Washingtons Einstellung zur Sklaverei. 1780 verabschiedet Pennsylvania ein Gesetz zur schrittweisen Abschaffung der Sklaverei. Darin heißt es, dass Sklaven, die länger als 6 Monate im Dienst sind, freigelassen werden müssen. Washington umgeht das Gesetz, indem er die Menschen zwischen Pennsylvania und Virginia hin und her transportiert. Ich stehe hier zwischen Gebäuden, die die Freiheit verkörpern. National Constitution Center, Liberty Bell Pavilion und Independence Hall. Und es ist die blanke Ironie, dass sich George Washington mittendrin 9 Afrikaner als Sklaven hielt, während er an den Grundsätzen für die Freiheit und Unabhängigkeit der Nation arbeitete. Einige seiner Sklaven suchen die Freiheit auf eigene Gefahr, indem sie aus der Gefangenschaft fliehen. Am berühmtesten ist die Näherin Ona Judge. Sie war eine von Marthas Sklavinnen. Ona Judge erfährt, dass sie an eine Enkelin von Martha Washington weitergegeben werden sollte. Das bedeutet die Trennung von ihrer Familie und ihren Freundinnen. Verkauft zu werden, ist einer der qualvollsten und traumatisierendsten Momente im Leben eines versklavten Menschen. Philadelphia, 1796. Während George Washington im Präsidentenanwesen diniert, schlüpft Ona Judge unbemerkt auf die Straße hinaus. Sie hat ihre Flucht sorgfältig vorbereitet und sie hat Freunde, die ihr helfen. Es gab eine gut funktionierende Fluchthilfe in Philadelphia. Dennoch lässt sich ihre Spur nicht ganz verwischen. Washington erfährt schnell, dass sie sich im Norden aufhält und entwirft einen Plan, sie gewaltsam zurückzubringen. Er schrieb Briefe, in denen er andeutete, kein großes Aufheben machen zu wollen. Er wusste, dass es sonst peinlich für ihn geworden wäre. Doch Judge erfährt von dem Plan und tut etwas nie Dagewesenes. Sie versucht, mit dem Präsidenten zu verhandeln. Sie erklärte, ich werde zurückkehren, aber Sie dürfen meine Kinder nicht versklaven. Und Washington reagierte wütend. Er verhandle nicht mit Sklaven und deshalb kehrte sie nicht zurück. Um sich Unannehmlichkeiten zu ersparen, lässt Washington seinen Entführungsplan fallen. Und Ona Judge sieht ihre Familie nie wieder. Seine
Sein ganzes Leben lang unternimmt Washington nichts, um die Sklaverei abzuschaffen. Erst kurz vor seinem Tod macht er ein Zugeständnis. Washington war sehr besorgt um sein Bild in der Geschichte. Er wollte unsterblich sein und auf der guten Seite der Geschichte in Erinnerung bleiben. Aber er wusste, dass ein Sklavenhalter auf der falschen Seite steht. Dieses Problem wollte er mit seinem Testament lösen, das er eigenhändig schrieb. Darin verfügt er, dass alle seine Sklaven freigelassen werden und eine Schulbildung erhalten sollen. Doch es gibt einen Haken. Die Anweisung soll erst nach dem Tod seiner Frau ausgeführt werden. Doch Martha fürchtet nun, dass die Sklaven ein berechtigtes Interesse an ihrem Tod haben und entlässt sie vorzeitig in die Freiheit. Washingtons Einstellung zur Sklaverei ist fragwürdig und die Zeit schien noch nicht reif für umfassende Menschenrechte. George Washington ist ein mächtiger Mann, der nicht nur als Präsident Mut und Stärke beweisen muss. Im Lauf seines Lebens übersteht er zahlreiche schwere Krankheiten. Doch die letzten Stunden vor seinem Tod muss er schrecklich gelitten haben. Während eines Ausritts auf seinem Anwesen Mount Vernon gerät Washington in einen Schneesturm. Er begibt sich mit Halsschmerzen ins Bett. Als seine Atemwege anschwellen, ruft er seine Ärzte herbei. Doch ihre Behandlung verschlimmert seinen Zustand. Das Überraschende an Washingtons Tod ist, und das weiß kaum jemand, dass er sehr schmerzhaft und schrecklich war. In der Freimaurer-Gedenkstätte zu Ehren von George Washington in Virginia sind die Utensilien ausgestellt, mit denen Washington in seinen letzten Stunden behandelt wurde. Damals war der Aderlass ein übliches Heilverfahren. Man glaubte, dass Unwohlsein oder Krankheiten durch ein Ungleichgewicht der Körpersäfte entstanden. Um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, nehmen die Ärzte einen Aderlass vor. Sie verwenden dabei einen sogenannten Schröpfschnepper. Hiermit wurde Washington zum Bluten gebracht. Man setzte das Gerät am Hals an und löste die Verriegelung. Die Klingen kamen heraus und ritzten die Haut. Heute vermutet man, dass Washington an einer Kehldeckelentzündung litt, bei der die Luftröhre zuschwoll. Anstatt zu helfen, versetzt der Blutverlust seinen Körper in einen Schockzustand. Washington stirbt am späten Abend im Beisein seiner Frau Martha. Als man ihm nicht mehr helfen konnte und Washington seinen letzten Atemzug tat, stoppte einer der Ärzte die Uhr auf seinem Nachttisch. Es war 20 nach 10. Nach seinem Tod begannen sich Mythen um sein Leben zu ranken. Legenden ersetzten die Fakten. Zahllose Biografen versuchten, sein Leben und seine Persönlichkeit zu romantisieren. Doch viele glauben, dass diese Art der Verherrlichung Washingtons Wesen nicht gerecht wird. Die schlimmste Auswirkung dieser Legenden ist, dass man Washington für einen Langweiler hält. Trotz all seiner Fehler war er ein leidenschaftlicher und ehrgeiziger Mensch, der auch heute noch viel zu sagen hätte. Hinter den Legenden gingen viele Facetten seiner Persönlichkeit verloren. Erst heute, mehr als zwei Jahrhunderte später, können wir ihn sehen, wie er wirklich war. Ein Mensch mit Fehlern, der seine Kindheitstraumata überwand. Ein stürmischer junger Mann und verschmähter Liebhaber. Ein großartiger Staatsmann. Das ist der wahre George Washington, der Gründungsvater der USA, wie man ihn kaum kennt.